Dass die Sozialversicherung eine Pleitekonstruktion ist, sehen wir an allen Ecken und Enden. Das gilt für die Rentenversicherung, für die Krankenversicherung und auch für die Pflegeversicherung, für die Arbeitslosenversicherung sowieso. Diese Versicherungen sind alle auf Basis von Konzepten entwickelt, die umlagetechnisch arbeiten. Das heißt, es werden keine Reserven gebildet. Diejenigen, die einzahlen, das sind also die Arbeitnehmer, und die zahlen so viel ein, wie eben gebraucht wird, um dann die Pflege zu bezahlen, die Renten zu bezahlen, all das zu bezahlen. Aber es findet keine anständige versicherungsmathematische Betrachtung und keine Reservenbildung statt. Und deswegen sind diese Systeme eigentlich immer kurz vor der Pleite. Ja, und irgendwann mal, wenn es natürlich ökonomisch schlecht geht und dann die entsprechenden Zahlungsströme zurückgehen, weil weniger produziert wird, das Bruttosozialprodukt stagniert oder rückläufig ist, weniger Einkommen da ist und dann dementsprechend auch weniger Kapazität für Sozialversicherungsbeiträge und Steuern, also Steuern und Abgaben, die sinken dann in so einer Situation, dann kommt es sofort zur Klemme. Das wird natürlich mit einem Nachtragshaushalt bewältigt werden, bewältigt in Anführungszeichen, weil es ja eine gesetzliche Versicherung ist. Der Staat hat ja gar keine andere Wahl, der muss ja nachschießen. Ja, der wird auch nachschießen. Da wird der Steuerzahler und der Beitragszahler dann halt nochmal zusätzlich zur Kasse gebeten. Ist übrigens nicht das einzige Loch. Also beim Bürgergeld gibt es Löcher, da haben wir neulich drüber gesprochen, von also zweistellige Milliardenbeträge, die da fehlen. Beim Bundeshaushalt insgesamt scheinen schon wieder 80 Milliarden auf sich zu fehlen durch das schlechte Wirtschaftswachstum. Wir kommen jetzt in eine Zeit der Löcher. Wir haben jetzt lange in einer Zeit der Töpfe gelebt. Töpfe, die immer wieder neu aufgefüllt worden sind von gierigen Politikern, um Stimmen damit zu kaufen. Und diese Töpfe sind jetzt leer und diese Töpfe sind die Löcher, auf die wir jetzt stoßen. Und die werden sich überall, werden die wie Pilze aus dem Boden sprießen. 6 Milliarden hier, 10 Milliarden dort, 80 Milliarden da. Die Politik wird in den nächsten Monaten, Quartalen und Jahren mit nichts anderem beschäftigt sein, als Löcher zu stopfen und das Schlimmste abzuwenden, was natürlich auch wieder mit Gelddrucken einhergehen wird. Das werden wir sehen. Spätestens ab Mitte nächsten Jahres, wenn die Deflation hoch genug ist, dann werden wieder die Zinsen sinken und anständig Geld wird gedruckt. Das ist ein Stolpern von Krise zu Krise und es wird immer mehr Wohlstand auf dem Weg den die da eingeschlagen haben, verstolpert. Und ja, da ist die Pflegeversicherung steht vor der Pleite, aber da steht sie schon seit 10 Jahren, weil sie systemimmanent eigentlich pleite ist. Sie ist ein Pleitekonzept.